Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ja, ihr seht, es ist noch dunkel. Wenn es mich so früh jetzt schon raustreibt, dann muss schon ganz schön was los sein. Und es ist auch einiges los, denn heute ist ein Prozess. Die liebe Hanna wird heute von unserem Staat angeklagt, denn sie soll 2 Verbrechen begangen haben. Und das wird heute also vor Gericht in Laa verhandelt. Und natürlich stehe ich ihr dabei, denn da wird ihr ja vorgeworfen, dass sie mit CBD gehandelt hat. Das ist also wirklich eine harte Nummer. Das ist schon wirklich eine ganz schön schlimme Geschichte. Und da muss man sie auf jeden Fall hart für bestrafen. Ach nee, Moment. Das ist ja gar kein Verbrechen mehr. Haben sie ja die Gesetze geändert? Ja, oder ist das jetzt nicht sogar legal? Ich glaube, da ist auch sogar ein neues Gesetz draußen, dass das sogar völlig in Ordnung ist, mit CBD zu handeln bei geringen THC-Anteilen. Oh, da bin ich ja mal gespannt, wie das gleich vor Gericht gewertet wird. Ich freue mich sehr auf das Verfahren, denn es sind ganz neue Voraussetzungen da. Aber naja, es bleibt natürlich trotzdem noch der zweite Verbrechenstatbestand, der angeklagt wurde. Aber das ist ja auch gar kein Verbrechen mehr. Da haben sich ja auch die Gesetze geändert. Oh, das ist ja ganz schön spannend. Dann bin ich ja wirklich mal total neugierig, wie die Staatsanwaltschaft da heute argumentiert, ob sie sich immer noch für so wichtig nimmt, ob sie immer noch glaubt, dass sie wirklich hier Verbrecher gerade anklagt oder ob einfach unschuldige, vernünftige, ehrliche, rechtschaffende Bürger hier vor Gericht gezerrt werden, ihnen das Leben zur Hölle gemacht werden wird, ihre Kinder bei einer Hausdurchsuchung beiwohnen müssen und ob da vielleicht mal eine Entschuldigung fällig wäre. Das würde ich mir wünschen, eine Entschuldigung für das, was Hanna angetan wurde und ihrer Familie und uns allen. Eine Entschuldigung wäre angebracht für das Unrecht, das uns angetan wurde. Über Jahre, über Jahrzehnte. Das erwarte ich jetzt gleich. Ja, mit dieser inneren Forderung gehe ich jetzt in den Gerichtssaal und ich werde euch informieren, was bei rauskommt. Ich fürchte, ich werde enttäuscht, aber schauen wir mal. Beim letzten Prozess, bei dem ich beiwohnte, bin ich rausgeflogen. Das versuche ich heute zu vermeiden. Jetzt wird's eh laut. Ich breche mal ab. Ich werde euch informieren.